Wenn du vorhast, uns alle in die Leere zu stürzen, hoffe ich, dass du dir sicher bist. War das nicht deine Idee? Den eigenen Weg finden, oder? Schwachsinn. Also wir wissen, dass wir einmal hier runtersprungen sind und draufgegangen. Aber wenn es dumm ist, über den Rand getreten und der Eintrachtsstein hat ihn geschützt. Bereit? Bereit. Tja, wenn es sein muss, Freunde, es war mir eine Ehre. Hab Vertrauen. Das ist unglaublich! Ich dachte, da wäre eine Brücke! Leider nein. Wie kann mir ohne Magen nur so schlecht werden? Ach komm, das war großartig. Da. Der Turm. Ich wusste, dass hier unten was ist. Unglaublich. Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierter alter Tier. Ja. Ist Jötunheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Tiers kleine Prüfungen sind nie so einfach, wie sie scheinen. Ist mir aufgefallen. Jötunheim-Turm. Können wir... Nein. Fackeln können wir nicht anmachen. Schade. Ziemlich spärlich. Der Sockel. Oh nein! Der Stein ist fort! Der Turm! So, er absorbiert die Energie des Steins! Irgendwas passiert! Bewegt er sich? Er bewegt sich! Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen Tiers Zauber. Was geschieht jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber schlimmer als der Fall eben wird es bestimmt nicht werden. Ich glaube, wir sind jetzt wieder in der echten Welt. Oh nein, das hier ist wirklich schlimm. Großer Aufzug, der jetzt gefüllt ist mit Monstern. Ich freue mich. Sind wir jetzt? Oh, das ist Alfame. Ah, oh, halt die Fresse. Schon irgendwie geil.
hierhergestellt. Hasse diese Typen. Das war hart. Wo kommt nee, die das war nur nervig. Ich weiß es nicht. Oh nein! Sind wir wieder in Hehl? Oh je, da kommen sie. Eine Einfachheit zwischendrin. Fuck. Muspelheim. Gar nicht gut. Nope. Vorsicht! Links! Ich hab keine. Wow! Alter! Ja, mein Lieber, keine Chance. Keine Chance. Hat angehalten. Das ist vorbei. Ja, aber wo sind wir? Das schauen wir jetzt. Zorn der Artemis. Nicht des Artemis? Hm, interessant, aber. Er macht mehr Betäubung. Naja. Ich weiß es nicht. Aber ich sag mal so, da wir scheinbar hier raus müssen. Mal durch vorne. Da ist die Brücke. Geschafft. Der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Tyrs Weltenkammer nach Jötunheim bringen. Wie hat Tyr das gemacht? Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Tyr war, zeigt ihre Verzweiflung. Und sieh, jetzt können wir endlich alle Feuerschein anzünden und sehen, was geschieht. Ja, dann würde ich sagen, ist das doch unser nächstes Ziel. Noch ein Name. Göndul. Als dienten sie als Gedenkstätte für die Walküren. So, eins. Die brennen. Das heißt eins und wir nehmen die Runde. Okay. Drei, vier.
1, 2, 3, Tier. Ha! Mordspiele sind super. Ich nehme an, dass auf der anderen Seite auch vielleicht noch was liegt. Aber man weiß es nicht. Loot, 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 Loot. Haben wir schon hier? Haben wir Loot aufgesammelt? Sehr gut möglich. Andererseits. Nee, kann ja gar nicht sein. Der Will war ja gar nicht da. Ah, EGS Gold. Das kommt. Ich sehe etwas im Wasser. Ja, das ist so gut gesehen. Nee, war nicht die Flagge, alles klar. Guck mal hier, können wir drüber fahren. Und nachdem Magnet und Modi Rungi von Tor wegzogen? Der blondere Magni kassierte die ganzen Lorbeeren. Und seitdem wurde Modi von tiefer Verbitterung zerfressen. Aber das wisst ihr ja selbst. Bitte das? Naja. Schauen wir mal, ob wir die Feuerschalen anzünden können. Von einem Tempel. Sollte aber möglich sein. Dann schauen wir uns den letzten paar Minuten noch an, was passiert. Davon haben wir jetzt einen kompletten Satz. Nice! Das letzte habe ich auch gefunden. Oh, da ist noch so ein Ding. Noch ein Name. Gaitriful. Jemand, der die Walküren sehr liebte. Wer nur? Vielleicht die Königin? Licht der Welt. Okay. Ich werde mal kurz speichern. Uhuhu. Und dann kümmern wir uns hier drum. Dann einfach. Manche sind ein bisschen zu einfach. Aber nur manche. Ah, das Tor ist auch zu, leider. Naja. Dann laufen wir unsere Runde. Nee, da hinten haben wir auch keins. Wir sehen es ja, wir haben auch noch die Werwölfe. Vielleicht kümmere ich mich jetzt um die. Auch wenn sie extrem nervig sind. Ich finde es schön, dass man jetzt so viel am Stück abschließen kann. Von den Aufgaben. Gefällt mir. Und da oben brennen die Feuer. Ja, da wollen wir nicht hin. Wir wollen da hinten hin. Ich glaube, da können wir auch durchlaufen. Hinten dran sind die Werwölfe. Oh mein Gott. Und das nehmen wir nicht. Da ist irgendwas im Wasser. Ja, weiß ich doch, was da im Wasser ist. Alles gut. Ein Hack noch dazu. Ach komm, das nehmen wir auch noch mit. Vielleicht macht auch Mist, ne? Mimir, warum hast du Odin gedient, wenn er so schlimm ist? Das ist mein Beruf. Und wenn man königlicher Berater werden will, dient man zwangsläufig auch mal dem einen oder anderen Irren. Es gibt nicht viele freie Stellen. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Ja, okay. Vielleicht, wenn wir ins Boot wieder steigen. Aber wenigstens eine Zwischenstory. Noch ein Name. Ulrun. Die geheimen Runen. Offenbar sollen wir in Muspelheim und Niflheim nach gefangenen Walküren suchen. Ja gut, die haben wir ja schon gesehen. Wir müssen sie nur noch besiegen. Ach du bist nicht der Drache, wäre das. Okay. Werwölfe, wie ich sie hasse. Ja.
schon wieder. Bloßen Fäusten halt zum Ende hin. Meine Güte. Aber sie gehen jetzt einfacher. Das ist gut. Die Rüstung tut ihren Zweck. Die Rüstung tut echt ihren Zweck. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da können wir uns auch gleich mal einen dummen Wiedergänger-Hexen setzen. Ach so, ich dachte, ich hätte schon aktiviert. Mein Fehler. Ich hatte schon gehofft. Das ist super gut. So, der nächste Turm. Der Drache, es ist Baldurs, nicht wahr? Ja. Und du hast ihn erledigt, um mich zu retten? Das war äußerst heldenhaft. Ja. Na, hier liegt auch nichts mehr rum. Nächste Feuerschale. Noch ein Name. Gunnar. Dann wär's Gunnar? Sagt er jetzt nichts dazu. Ja, toll. Da sagt er nichts dazu. Natürlich nicht. Okay. Wir müssen auf der anderen Seite runter. Wäre auch zu schön, dass man hier einfach runterfahren kann. Ah, Kreis. Okay, das dauert länger als 8 Minuten. Das habe ich nicht erwartet. Sagst du mir jetzt noch was, wer das ist? Nein. Aber das machen wir auf jeden Fall noch fertig hier. Wer auch immer das ist. Goonies. Vielleicht auch der Name einer Valkyrie. Guck mal, da liegt auch wieder ewiges Gold im Wasser. Was ist denn da im Wasser? Weißt du doch. Ist das der letzte? Müsste so sein. Wo waren wir denn? Ah ja, meine erste Stelle. Mein erster Herr war auch ein Scheusal, doch dank ihm lernte ich, wie viel man durch Scharfsinn ertragen kann, was mir bei Königinnen und Göttern zugute kam. Ich war nicht viel älter als du, als ich anfing als Laufbursche und Hofner eines Feenkönigs. Nachts hatten meine Freunde und ich den Wald für uns. Gut, Freunde nannte man uns, wir waren schalkische Kobolde. Wir ergötzten uns an allerlei Unfug, foppten die Sterblichen, die dort lebten, doch solange wir unseren Meister erheiterten, hatten wir nichts zu befürchten. Dann, eines Tages, war er nicht erheitert. Und ich zog besser weiter. Zum Glück haben mich die Zeit und meine vielen Reisen seither von jenem neckischen Streuner zu dem Ausbund an Tugend werden lassen, der ich heute bin. Schöne Geschichte. Vielleicht erfahren wir irgendwann mehr. Aber erstmal aktivieren wir das letzte Feuerschale. The one and only. The one and only last one. Also dann, die letzte. Hildur, seh doch nur. Vielleicht können wir jetzt eine Valkyrie besiegen. Oh, reduziert jeglichen Schaden durch Angriff von Valkyren um 5%. Cool. Das läuft doch. Sehr, sehr schön. Oh, warte. Nein, ich darf nicht rein.
Ich könnte darüber. Hier, seht ihr das? Da ist so ein Bastard. Fick dich. Gut. Reise durch die Welten, gerade zu dem Turm. Dran muss es sein. Ne, warte, der ist nicht neben dran. Dieser müsste es sein. Mystisches Tor, der Wachturm. Ja, der müsste es sein. Wo die Hexen dahinter sind. Oh Mann, der Turm hat den Eintrachtsstein gefressen, oder? Ich wollte doch mal fliegen. Ja, das ist wirklich zu schade. Ja, das wäre geil gewesen, aber leider nicht. Ich muss dir das Let's Play nochmal angucken, Matthäus. Ist leider so. Wow, das. Was? Ziemlich schwach. Sind ja nur Nachtmacher. Was hast du erwartet, Junge? Na ja, gut. Fahren wir mal zu dem Turm. Ernsthaft, wir hatten das Dock vorher nicht. Es ist immer was Neues hier. Das ist ja unfassbar. Immer was Neues. So. Warte, ist das... Müsste, oder? Mit dem Raum hinten dran? Ja. Ja. Hier sind unsere Hexen. An die Wand, die haben wir erlegt. Stimmt. Ja, geil, dann sind wir durch, Leute, erstmal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt erstmal eine kleine Pause, dann muss ich mir orientieren, was ich jetzt mache. Vielleicht versuchen wir in der nächsten Weltrunde sozusagen mal die Walküren nochmal. Wir haben ja den Port dafür. Ich würde sagen, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, die morgen kommen wird. Bis dann. Ciao.